Das Problem der Simulation. Das allgemeingültige physikalische Prinzip ist der Satz von der Erhaltung des Impulses. Rechnen wir. Simulieren wir zunächst eine gleichmäßige Temperatur des Stahls von 550 Grad Celsius überall in den brennenden Etagen. Dann schneiden wir eine Lücke in sämtliche Vertikalträger der Etage 81 und lassen die oberen 28 Etagen auf das übrige Gebäude fallen. Sobald die Höhe des freien Falls 0,8 Meter übersteigt, würde der 28-Etagen-Block einen totalen Kollaps auslösen. Am Ende dieses 12-Sekunden-Kollapses würde die gesamte Masse des Gebäudes nahezu gleichzeitig auf den Boden schlagen und ein heftiges Erdbeben von einer Sekunde Dauer auslösen. Bang. Wenn wir jedoch den Verlust an Masse durch fallende Trümmer berechnen wollen, können wir eine Trümmerpyramide oberhalb der kollabierenden Etage annehmen, welche wir nach und nach mit dem Schutt der einstürzenden Etagen füllen. Jegliche Masse außerhalb der Pyramide rutscht ab und fällt außerhalb des Gebäudes zu Boden. Der entscheidende Parameter dieser Pyramide ist der Steigungswinkel Alpha. Und für Alpha gleich 23 Grad erhalten wir zwar einen instabilen Kollaps, sprich, eine 125 Meter hohe Ruine, aber immerhin passt das Zeitenergiemuster der auf den Boden aufschlagenden Trümmer zu den seismischen Daten. Natürlich, in der Realität hatte weder der gesamte Stahl von 5 Etagen 50% seiner Belastbarkeit verloren, noch fiel ein Block von 28 Etagen im freien Fall auf das übrige Gebäude herab. An dieser Stelle interessiert uns jedoch eine ganz andere Frage. Was bewirkte die Stichflamme und das Auflodern des Feuers im Nordturm? 4 Sekunden nachdem der Südturm begann einzustürzen. Ohne jedes Anzeichen von Sog, im Rauch zwischen den Türmen. Und etwa 7 Sekunden, bevor die Erde von den Trümmern des Südturms erschüttert wurde. NIST stellt fest, dass nach dem Einsturz des Südturms ein scharfer Einbruch beim Aufkommen an 911-Notrufen von innerhalb des Nordturms verzeichnet wurde. Aus den Etagen oberhalb des Flugzeugeinschlags fand NIST nur eine Person, die den Notruf